Die Verlobung zwischen dem FC Bayern München und BMW wird aufgelöst. Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und des SID wird der Sponsorenvertrag, der spätestens ab 2025 in Kraft treten sollte, nicht zustande kommen. Zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Automobilhersteller hatte bereits eine Absichtserklärung bestanden. Im Gespräch war eine Vereinbarung über 10 Jahre mit einem Gesamtvolumen von geschätzten 800 Millionen Euro. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga, der Wirbel um Kovac und die Folgen. Fußball, Bundesliga, Zibbech, der Stratege und die Sucht. Fußball, Bundesliga-Titel, Sause, so planen Bayern. Der Club hatte in den Gesprächen in Aussicht gestellt, den bis 2025 laufenden Vertrag mit dem langjährigen Sponsorenpartner und Anteilseigner Audi vorzeitig auflösen zu können. Der Ingolstädter Automobilhersteller ist zugleich mit 8,33% an der FC Bayern München AG beteiligt, ebenso wie der Versicherungskonzern Allianz und der Sportartikelhersteller Adidas. BMW hätte auch die Anteile von Audi übernommen. Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen. Hier geht's zum Shop, Anzeiger Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern München e.V. sowie Aufsichtsratsvorsitzender der FC Bayern München AG, hatte die bereits ein Jahr dauernden Verhandlungen mit BMW im vergangenen März bestätigt. Die Vereinbarung hätte für die Fußballer sowie die Basketballer des Clubs gelten sollen. BMW bezeichnete den geplanten Deal bereits als eine weltweit sinnvolle Partnerschaft. Bram Schoth, seit Jahresbeginn Vorstandsvorsitzender der Audi AG, hatte Mitte März allerdings betont, dass es zu keiner vorzeitigen Auflösung der Vereinbarungen mit dem FC Bayern kommen werde. Wir werden den Vertrag bis 2025 aussitzen. Zugleich offerierte der Niederländer dem FC Bayern eine Verlängerung über 2025 hinaus, zu verbesserten Konditionen. Audi soll ein neues Angebot bis 2032 mit einem Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro abgegeben haben. Eine Summe, die aus Sicht von BMW offenkundig wirtschaftlich nicht mehr vertretbar ist. Punkt. Let's block it. Why?